So, und damit ein herzliches Willkommen zurück mit einem nicht mehr ganz so schönen Bild, mit dem wir aufgehört haben in der letzten Aufnahme, aber zum gleichen Spiel. Und wir müssen ja auch immer noch in das Lagerhaus einsteigen, wenn ich mich ja recht entsinne. Allerdings, wie ist hier die Frage? Das, weiß ich nicht so genau. Kommt man da hier irgendwie rüber rein? Nö, ne? Das sieht nicht so aus. Ist ganz schön dunkel hier. Wird bestimmt auch gleich noch dunkler. Und das Zweite, was ich nicht weiß, was wir machen könnten... Kommen wir oben irgendwo rein? Vielleicht. Wäre ja, wir müssen auch mal noch in den Geheimgang da hinten reingehen. Dafür brauchen wir aber noch einen Schlüssel. Und da würde ich vielleicht gerne nochmal mit dem Herrn Toni quatschen. Du, das ist gerade ganz schlecht. Schade. Du? Nö. Okay. Hier kommt man ja auch nirgendwo auf das Dächerlein hoch, oder? Da kommt man sehr wohl. Na, herzlichen Glückwunsch. Wir können ja mal speichern. Mal ganz dezent versuchen, hier irgendwie keinen Lärm zu veranstalten, vor allen Dingen. Ich schleiche hier mal lang. Ist doch voll unauffällig. Ich hoffe, da ist jetzt keiner drin. Dass wir so richtig auf den Sack kriegen. Hier mal lauter einen Schrank erstmal. Was haben wir denn hier? Ein Messer. Ein ganz gewöhnliches Messer. Kämpfen kann man damit nicht. Könnte man bestimmt schon. Egal. Käse, würzig und kräftig im Geschmack. Sehr lecker. Ich stehe ja eher so auf Gouda. Würzig und lecker hört sich nicht so geil an. Eine Truhe. Mit 65 Goldmünzen und einer Schriftrolle Illusion erschaffen. Schriftrolle ruft eine attraktive Frau herbei, die garantiert für Aufmerksamkeit sorgen wird. Genau, wo ich das hier gerade sehe, wir könnten auch nochmal den Witzzauber auf den Typen hinten beim Romanov anwenden, der den da bewacht. Gucken, ob das irgendwie irgendwas bringt. Hier, Romanovs Schatulle. Der Name Romanov steht drauf. Ungewöhnlich schwer für seine Größe. 174 Gold. Nehme ich. Super. Ein Schrank haben wir noch. Ich hoffe, uns erwischt hier gleich keiner. Das wäre ärgerlich. So. Unsere Tränke mehren sich ja schon ein wenig. Noch eine Truhe. Oh, nimm. Nimm doch. Und nochmal von vorne. Dann halt so. Wer sagt's denn? Ein Pokal, nein, ein Kerzenleuchter, ein Lichtzauber und ein Heiltrank. Alles nehmen. So. Einmal speichern. Dann die etwas gewagtere Aktion. Hier geht's bestimmt runter, ne? Nicht? Ist das hier so? Sollte man das tun oder sollte man das lassen? Ich meine, ich habe ja gespeichert. Ich mich jetzt hier so in der Ecke runterplumpsen lasse. Das hat bestimmt keiner. Kann man rausgucken, ne? Wunderschön. Ob ich das einfach mal mache. Zur Not lade ich halt einfach. Oh, ganz runter, bitte. Ach, hier ist ja noch nicht ganz unten. Was haben wir denn hier? Das sieht aufregend aus. Oh, noch eine Truhe. Hier ist übrigens auch eine Treppe. Ach, das ist das, wo der davor steht, wo er gerade uns sagen, uns... Huch. Nichts sagen wollte. Das wollte ich sagen. Eisenerzbrocken, Heilkraut und ein Mana-Trank. Ein kleiner. So. Wagen wir uns mal weiter vor in der Höhle des Löwen. Zweifelsfall lade ich einfach. Ich wünschte, die hätten Türen unten drin. Das würde den Nervenkitzel etwas
kleiner machen. Ich frage mich nur gerade, wie wir hier wieder rauskommen. Da gibt es doch bestimmt auch Beef mit dem Typi da hinten. Wenn wir da rauskommen über die Treppe. Hier unten können wir ja bestimmt nicht rausgehen. Ja. Irgendwie wandert die Kamera heute ein wenig. So. Hier soll ja irgendwo noch ein Sarkophag stehen, ne? Meinst du, das geht gut, wenn ich hier jetzt so mich fortbewege? Was für ein Riesenfass hier, ey. 500 Liter Bier oder so. Was haben wir hier? Eine Nautilus-Verwandlung. Schriftrolle. Der Zaubernde wird zu einem Nautilus. Klein und unauffällig. Das könnten wir ja wirken und hier einfach raus Nautilussen. Vielleicht wirkt das ja. Das könnte man ja mal ausprobieren. Wie viel haben wir denn davon? Nicht Schriftstücke. Hier die da. Eine, aber wir können es bestimmt noch mal eine kaufen. Ich meine, die ist ja bestimmt nicht umsonst drin. Erstmal schauen, ob... Oh, das gut geht, wenn der da steht? Meinst du, der sieht das bis hierhin? Ich werde mich mal 3 cm nach hinten verfriemeln. Und einmal schnell speichern. Und dann voll im Arsch sein, weil... Und so, ne? Weil wir können ja auch immer noch den Anfangsspielstand laden. Der ist ja auch noch nicht so lang her. Da ist nämlich eine Sache. Raus! Entschuldigung! Typen wie dich will ich hier nie wieder sehen! Aber wir sind wieder draußen. Carlos, ne? Nee, Carrasco. Gab's denn hier irgendwo einen Carlos? Egal, wir haben, was wir wollen. Gehen wir die Truhe dem guten Herrn da hinten an? Ich meine, wir können ja nochmal hier diesen hier machen, ne? Hi! Nein. Warte, für den Orden stand da, ne? Für den Orden ist hier, ist scheiße. Orden ist kacke. Merkt euch das. Orden sind doof. Und was willst du hier so? Reden, reden. Alle wollen immer nur reden. Soll ich das mal ausprobieren mit dem Zauber? Vielleicht hat er ja noch ein paar Quests für uns. So, wie mache ich das? Witze erzählen, Schriftrolle. Ein guter Lacher lässt einen so manche Schandtat vergessen. Klicke ich da einfach so drauf. Und dann hier so. Das find er lustig. Redst du jetzt wieder? Gibt's Probleme? Reden, reden. Alle wollen immer nur reden. Ist ja langweilig. Ich dachte, wir können jetzt mit dem reden. Und dann lade ich. Das ist mir die Schriftrolle nicht wert. Sehen wir auch mal einen Ladebildschirm. Den hat man noch nicht so oft, ne? Wenn du beim Diebstahl erwischt wirst, wird man nicht angreifen. Man hat uns ja nur beim Rumschleichen erwischt. Das ist ein großer Unterschied. Auch wenn ich nach wie vor noch an die Truhe da gerne möchte, die da drin war. Egal, das war ja ein recht schneller Ladebildschirm. Nö? Kriegst du halt keinen Witz sauber, du Arsch. Ich gehe ja mal so rein, ne? Können wir die Tür zumachen? Nö. Wasserfass. Ha! Mensch, haben wir schon lange nicht mehr gehabt, ne? Bisschen Brühe saufen, die müsste ein bisschen leckerer hier drin sein. Oder nicht? Und dann können wir uns ein paar Heiltränke sparen. Das ist richtig gewieft und so. So. Könnte ich hier eigentlich pennen? Können wir das mal ausprobieren? So theoretisch. Mal bis zum nächsten Morgen schlafen. Dann ist es nicht so dunkel. Scheint ja niemand zu stören. Scheint die Sonne schön rein, ne? Herr Romanov? Hier, würde ich... Hier, hast du deine Schatulle. Du hast sie gefunden? Hat dich jemand gesehen, wie du sie geholt hast? Niemand Wichtiges jedenfalls. Na gut,
dann werde ich dir jetzt verraten, was du mir da eigentlich gebracht hast. Lass mich raten, in der Schatulle ist dein Gold, das du von Don Esteban bekommen hast. Das Gold, das die Weißen suchen und weswegen sie dich hier festhalten? Wer hat dir das verraten, du Bengel? War jetzt nicht so schwer. Lag auf der Hand. Du willst mir also damit sagen, du wusstest, dass ich dich geschickt habe, um mein Gold zu holen? Könnte man sagen. Das ist ja ein Ding. Ha! Gut gemacht, mein Junge. Das zeigt, dass ich mich auf dich verlassen kann. Das stimmt mich äußerst großzügig. Ich gebe dir einen Teil der Beute ab. Nett. 300 Gold. Was sagst du dazu? Ich nehm's gern. Gut. Abgemacht. Ich nehme alles, was ich kriegen kann. Ich meine, wir haben ja jetzt auch schon 1522 Gold. Nehmen wir. Ne? Herr Romanov? Ist was? Mehr gibt's also nicht. Okay. Du jetzt? Probleme haben wir alle. Ja, du hast sowieso ganz viele Probleme, ne? Du musst den ganzen Tag da am Arsch der Welt stehen. Und so einen Typen bewachen, den du eh nicht wirklich bewachst. Gibt's da unten irgendwas? Nö, ne? Ne? Und? Was ist jetzt mit dem Gold von Romanov? Hast du schon was gefunden? Naja. Nein. Hätte ich mir denken können. Die Aufgabe war offensichtlich zu schwer für dich. Geh jetzt! Ich hab zu tun! Och, sei doch nicht so pisst, ey. Könnt ja mal wenigstens so tun können, ne? Da ist immer noch wahrscheinlich nichts unten. Bevor ich da aus Versehen ins Meer semmle. Was ich bestimmt sehr gut kann. Gehen wir doch, ne? Buddy. Nee. Oder? Ach komm. Wo steht dieser Sarkophag? Im vorderen Lagerhaus. In dem, das näher an Pettys Kneipe ist. Dort im oberen Stockwerk. Du musst hintenrum rein. Allerdings ist eine Tür davor. Aber wenn ich dich richtig einschätze, dürfte die für dich kein Problem sein. Richtig. In dem anderen Lagerhaus, das ist das da vorne, oder? Ich wollte jetzt gerade mit dem Finger drauf zeigen. Das ist irgendwie mittel bis stark sinnfrei. Ne? Und du hast hier noch? Wo ist euer Anführer hier in der Stadt? Wir haben hinten in Sonjas Bordell einen alten Lagerraum. Dort wirst du ihn finden. Verstehe. In Sonjas Bordell. Da müssen wir uns auch, glaube ich, nochmal näher umhören, oder? Ich bin mal gespannt, was da noch passiert. So, das hier ist doch ja das andere Lagerhaus, ne? Das dies nicht, das nicht. Guckt man da irgendwie auch so tricksy von oben rein und so? Tricky, wie auch immer man das nennen möchte. So ganz gewieft. Mit Speichern natürlich vorher. Ups, hallo. Entschuldigung. Nö. Also von dieser Seite definitiv wohl nicht, oder? Hier noch so? Das ist bestimmt auch voll unauffällig. Das hört man überhaupt nicht, wenn hier einer so über das Dach rattert. Sieht ja nicht so aus, als würde es hier so ein nettes Hintereingängchen geben. Weil es würde sich hier doch super anbieten. Hier so eine Tür da rein. Vorschlag. Schade, schade. Dann gehen wir wieder runter. Huch, ich wollte ja eigentlich nicht gleich ganz runter, aber egal. Nicht bei euch rein, du warst Bürgerin. Nein, da ist nix. Aber da tue ich doch nicht reinkommen tun. Wenn ich hier so bin? Das Einzige, was er uns tut, ist ja auf den Sack geben, oder?